Darum, jetzt schauen wir mal, was sich ab Montag entwickeln könnte. Schauen wir uns mal die Weekly an, wie die geschlossen ist. Boah, bullisch würde ich sagen. Also wir sehen auch weiterhin natürlich bullisches Momentum. In der Weekly haben wir jetzt natürlich ein paar Trap Zones hinterlassen, aber die interessieren uns jetzt erstmal nicht, weil das dauert noch viel zu lange, bis die in diese Bereiche reinkommen. Wir sehen jetzt aber hier, dass wir einen Orderblock haben. Den markieren wir uns mal. Ist auch ein schöner Orderblock in der Daily. Wir sehen, wir hatten hier einen Push nach oben, Push hoch, Korrektur. Kam jetzt noch keine. Wir sind hier aber in einer Range. So, die können wir uns markieren. Wir sehen 1, 2, 3, 4, 5 Tage schon in der Range, also wir können weder nach unten noch nach oben ausbrechen. Gehen wir weiter. Was wir auch oft sehen ist, dass wenn wir ein Trending Market haben, dass der Markt, bevor er ein neues High macht, immer wieder eine Seitwärtsphase macht, um dann weiter in die, jetzt wie in dem Beispiel, Long zu gehen. Also wir sehen es hier. Seitwärtsphase, Push, Seitwärtsphase, da war es immer kleiner. Push, Seitwärtsphase, dann kam die Korrektur runter. Seitwärtsphase, hier nochmal Seitwärtsphase, Seitwärtsphase. Das ist natürlich so, der Markt wird nicht infinitiv nach oben steigen. Irgendwann wird da auch mal wieder eine größere Korrektur machen. Wie eben in, wo war's? In dem Szenario, wo er hier die Seitwärtsphase gemacht hat, dann nach unten getrendet ist, um dann weiter long zu gehen, weil er ja auch mal tiefer korrigieren muss. So, jetzt haben wir hier das Szenario ebenfalls von der Seitwärtsphase wieder. In der 4 Stunde sehen wir, dass wir hier einen Push runter hatten, aber dann auch sofort wieder hoch sind, hier einen Trap generiert haben, Komplex Pullback. Hoch, jetzt ins Extrem reinkommen. Jetzt ist es eben für kommende Woche wichtig, wie reagieren wir in dem Bereich? Weil wir können ja jetzt davon ausgehen, da wir in der Seitwärtsphase sind, dass wir immer top hier und bottom handeln können. Allerdings, wenn wir uns in der Weekly haben wir ja schon gesehen, dass wir schon stark bullish sind und die Daily hat jetzt auch schon stark bullisch geschlossen, aber wir hatten auch hier mal den stark bärischen Close, deswegen in der Range natürlich immer vorsichtig sein. So, jetzt sehen wir in der 15 Minute, dass wir hier keine anständigen Korrekturen mal in den Markt reinbekommen haben, auch hier wieder relativ viele Trap Zones hinterlassen. Jetzt muss ich mal kurz schauen wegen innerer und äußerer Struktur. Ja, wir sehen auch hier, wenn wir jetzt mal den Punkt nehmen, dass wir hier schöne äußere Struktur haben. Die ist aber relativ weit weg. Die interessiert uns erstmal gar nicht. Wir wollen ja immer sehen, was jetzt aktuell der Fall ist. Und wir sehen hier, hatten wir diese Struktur, die äußere Struktur und haben dann uns langsam vorgearbeitet, um diese innere Struktur zu machen. Was fällt uns jetzt hier auf? Klar, wir kommen immer höher, aber wir sehen auch, dass das Momentum langsam abflacht. So, es könnte sein, dass wir von hier tatsächlich dann erst wieder stärker korrigieren. Aber aktuell sagt uns der Markt das halt noch nicht an. Aktuell sagt er uns noch an, wir sind weiter long und wir müssen eher darauf, als dass wir darauf hoffen, dass er den macht, müssen wir eher schauen, dass er weiterhin kleinere Korrekturen an den Tag legt, wie jetzt hier, dass er vielleicht da mal drauf kommt, um dann weiter long zu gehen. So. Also mein aktuelles Ding ist jetzt, wenn ich mir die 4 Stunden anschaue, 4 Stunden, was sehe ich hier weiter? Ich sehe die Strukturen, die er aufbaut. Ich sehe auch die Trap Zones, die er uns immer wieder hinterlässt. Wo er auch sogar hier nicht mal richtig für den Retest draufkommt. Also Inducement hinterlässt. Er hinterlässt auch hier ein Inducement. Das sagt mir schon so an, okay, eine Korrektur, eine größere ist gar nicht mehr so weit entfernt. So, wenn ich mir dann auch zusätzlich noch
die Struktur hier anmale, also diesen Trendkanal auch, kann es natürlich jetzt gut möglich sein, dass wir hier das Top erreicht haben. Vielleicht nochmal das High nehmen, aber müssen wir schauen, was uns der Markt sagt, wie der Aufbau vom der Preis-Action weiter ist. Und dann können wir davon ausgehen, dass wir hier nochmal drauf kommen. Ich habe euch ja auch schon oft gesagt, je öfter wir an so eine Trendlinie drankommen, desto zerbrechlicher wird sie. Das ist ja wie wenn ein Boxer lauter Schläge abbekommt, dann geht er auch irgendwann zu Boden. So, und das möchte ich jetzt hier erwarten. Also ganz, ganz wichtig jetzt für kommende Woche, wie reagiert der Markt in dem Bereich? Okay. Und vor allem, wie reagiert er, wenn wir uns den kleinen Timeframe anschauen? Der Aufbau vom kleinen Timeframe gefällt mir schon mal sehr gut. Gefällt mir schon mal sehr gut, dass er eventuell nochmal short gehen könnte. Aber ich muss halt einfach abwarten, wie er hier in dem Bereich reagiert, wenn er uns den Orderblock nochmal antestet. So, da setze ich mir schon mal einen Alarm hin. Geht aber wahrscheinlich über Nacht heute los. Aber ist dann auch in Ordnung, weil wir sehen ja dann, wie es in der Früh ist. Also, was gefällt mir hier schon mal sehr gut? Wir hatten hier einen Trap generiert, Break, Retest auf den Trap drauf. Das heißt für mich, okay, der Trap, der wird auch dann nochmal natürlich rausgenommen. Heißt ja nicht umsonst Trap. So. Also ganz, ganz wichtig, wie kommt er jetzt morgen bis morgen früh rein? Baut er die innere Struktur noch weiter auf? Bis dann der Auslöser kommt, zack, hoch und dann Drop. Und dann sehe ich sowieso ein Einstiegskriterium wahrscheinlich und kann mich dann weiter short platzieren. Aber wie gesagt, da erstmal wichtig, dann, wie reagiert er in den Bereichen? Nimmt er sie raus? Nimmt er die Traps raus? Und dann kann ich mich gechillt short platzieren und wird erstmal das hier anpeilen, weil ich weiß ja nicht, wie lang führt da hier diese Range weiter fort. Wir kommen jetzt eher in die langsamen Monate rein, Dezember, Januar. Deswegen kann er die Range noch weiter aufbauen für die nächsten Monate, bevor dann eben das ganze angestaute Volumen auch irgendwann wieder explodieren muss. Muss man sich vorstellen, wie wenn man Wut immer mehr anstaut und anstaut und anstaut, irgendwann kommt sie raus und genauso ist das bei der Preis-Action auch. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Genauso ist es bei der Preis-Action auch und deswegen müssen wir jetzt hier in dem Bereich einfach mal abwarten. Es sind jetzt hier, sind wir auch noch nicht ganz drauf gekommen. Ich setze mir da, glaube ich, mal lieber einen Alarm hin. Vielleicht holt er da noch mal Verkäufer in den Markt rein. Was mir lieber wäre sogar, holt er da Verkäufer noch mal in den Markt rein, noch mal Käufer rein. Es zeigt weiter an, dass wir long gehen und dann irgendwann die Kehrtwende. So, jetzt habe ich genug Longs angestaut. Ich habe euch auch noch unterhalb von dem Video in der Videobeschreibung Link eingefügt. Da bekommt ihr die ganzen Trading View Bilder als PDF kostenlos zur Verfügung. Da landet ihr dann hier. Einfach auf Get Access klicken und dann könnt ihr euch das PDF kostenlos downloaden.